Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. In this video, I want to talk to you about the verb to practice, which is üben in German. Üben, üben. Los geht's. Ich muss mein Deutsch üben. I have to practice my German. Ich muss mein Deutsch üben. Kannst du mir dabei helfen, mein Deutsch zu üben? Can you help me practice my German? Kannst du mir dabei helfen, mein Deutsch zu üben? Ich kann heute kein Bier mit euch trinken gehen. Ich muss mein Deutsch üben. I can't go have a beer with you guys today. I have to practice my German. Ich kann heute mit euch kein Bier trinken gehen. Ich muss mein Deutsch üben. Wir müssen weiter üben, sonst werden wir nicht besser. We have to keep practicing, otherwise we won't get better. Wir müssen weiter üben, sonst werden wir nicht besser. Du solltest jeden Tag Gitarre üben. You should practice the guitar every day. Du solltest jeden Tag Gitarre üben. Üben is used a lot when we talk about practicing instruments or practicing a language. So anything that's related to arts and languages. In that case, you often use üben. Or when you practice a certain skill, like a handstand, let's say, then you can use that verb as well. Früher konnte ich einen Handstand. Ich habe das jeden Tag geübt. Jetzt kann ich das nicht mehr. In the past, I was able to do a handstand. I practiced that every day. Now, I'm not able to do that anymore. Sie hat 2 Stunden lang Klavier geübt. She practiced the piano for 2 hours. Sie hat 2 Stunden lang Klavier geübt. Kannst du mit mir Deutsch üben? Can you practice German with me? Kannst du mit mir Deutsch üben? Sie hat vor einer halben Stunde aufgehört zu üben. She stopped practicing half an hour ago. Sie hat vor einer halben Stunde aufgehört zu üben. I talked to you about the verb aufhören, to stop, in this video right here, just in case you missed it. Er nutzt jede Gelegenheit, um sein Deutsch zu üben. He uses every chance to practice his German. Er nutzt jede Gelegenheit, um sein Deutsch zu üben. Es ist äußerst wichtig, jeden Tag zu üben. It's extremely important to practice every day. Es ist äußerst wichtig, jeden Tag zu üben. In sports, it's very common to use the verb trainieren, to train. Marathonläufer trainieren jeden Tag. Marathon runners train every day. Marathonläufer trainieren jeden Tag. Sie verbringt viel Zeit damit, Geige zu üben. She spends a lot of time practicing the violin. Sie verbringt viel Zeit damit, Geige zu üben. Wenn du dein Deutsch nicht übst, wirst du nicht besser. If you don't practice your German, you're not gonna get better. Wenn du dein Deutsch nicht übst, wirst du nicht besser. I'd like to teach you a couple of German expressions as well. Such as, ich bin aus der Übung. I'm out of practice. Ich bin aus der Übung. Ich habe lange kein Portugiesisch mehr gesprochen. Ich bin aus der Übung. I haven't practiced Portuguese in a long time. I'm out of practice. Ich habe lange kein Portugiesisch mehr gesprochen. Ich bin aus der Übung. Übung macht den Meister. Practice makes perfect. Übung macht den Meister. Ihr müsst jeden Tag euer Deutsch üben, wenn ihr fließend sprechen wollt. Denn ihr wisst ja, Übung macht den Meister. You have to practice your German every day, if you want to speak fluently. Because you guys know, practice makes perfect. Ihr müsst jeden Tag euer Deutsch üben, wenn ihr fließend sprechen wollt. Denn ihr wisst ja, Übung macht den Meister. Das ist reine Übungssache. That's a matter of practice. Das ist reine Übungssache. Warum ist es so schwer, Gitarre zu spielen? Why is it so hard to play the guitar? Warum ist es so schwer, Gitarre zu spielen? Das ist nicht schwer. Das ist reine Übungssache. That's not hard. It's a matter of practice. Das ist nicht schwer. Das ist reine Übungssache. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Tipps geben. Was solltet ihr tun, wenn ihr Deutsch fließend sprechen wollt? Das Stichwort ist üben. Üben, üben, üben. Am besten jeden Tag. Und ich würde sagen,
dass ihr am besten jeden Tag eine halbe Stunde üben solltet. Das ist genauso wie mit einem Instrument. Wenn ihr ein Instrument spielen wollt, dann müsst ihr auch jeden Tag üben, im Idealfall. Wenn ihr einen Marathon laufen wollt, dann müsst ihr fast jeden Tag trainieren. Wenn ihr gut Fußball spielen wollt, dann müsst ihr regelmäßig zum Training gehen. Das ist bei einer Sprache genauso. Ihr müsst üben, üben, üben. Von nichts kommt nichts. Okay? Das ist super wichtig. Das ist Priorität Nummer 1. Priorität Nummer 2 ist Spaß haben. Ihr müsst dabei Spaß haben. Es bringt nichts, wenn ihr euch quält, wenn ihr euch zum Lernen zwingen müsst. Das bringt nichts. Es muss Spaß machen. Einfacher gesagt als getan. Ihr müsst euch also irgendwie eine Methode überlegen, die euch Spaß macht. Und da gibt es wirklich zahlreiche Sachen, die ihr tun könnt. Es gibt so viele deutsche YouTube-Videos. Also wenn ihr nicht so der Typ seid, der sich hinsetzt und Vokabeln paukt oder Verben auswendig lernt, dann guckt euch einfach deutsche YouTube-Videos an. Und sucht euch ein Thema, das euch interessiert. Autos, Ernährung, Schminken, Make-up, Lifestyle, Mode, Wandern, Schwimmen. Es gibt so viele verschiedene Videos auf YouTube. Und recherchiert mal ein bisschen. Ich werde euch ein paar Links hier unten in die Infobox schreiben und dann könnt ihr euch mal auf YouTube ein bisschen umschauen. Wenn ihr euch nicht so gern Videos anschaut, dann könnt ihr euch auch Bücher durchlesen. Es gibt viele Kinderbücher, viele deutsche Kinderbücher. Da ist die Sprache nicht so schwer und ihr könnt viele, viele Vokabeln lernen, wenn ihr euch diese Bücher durchlest. Also das ist auch ein Spaßfaktor, Bücher lesen. Was mir am meisten Spaß macht, ist, sich mit anderen Leuten auf einer Fremdsprache zu unterhalten. Also wenn ich mein Portugiesisch üben möchte, dann suche ich mir irgendwelche Leute, deren Muttersprache Portugiesisch ist und dann übe ich das mit denen. Wenn ihr niemanden kennt, dann würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch einen Tandempartner sucht, also einen Sprachpartner. Da gibt es wirklich viele Websites im Internet, wo ihr euch einen Sprachpartner suchen könnt. Und dann trefft ihr euch mit dem entweder persönlich oder über Skype und dann könnt ihr regelmäßig mit dieser Person üben. Also ihr könnt dann zum Beispiel euer Deutsch üben und dann redet ihr 30 Minuten mit dieser Person Deutsch und die nächsten 30 Minuten redet ihr dann Englisch und du hilfst der anderen Person beim Englisch. Es ist auch sehr hilfreich, sich einen kompetenten Lehrer zu suchen. Also entweder ihr geht in einen Sprachkurs mit 10 anderen Leuten und lernt dort Deutsch oder wenn ihr effektiver Deutsch lernen solltet, dann solltet ihr euch einen Privatlehrer suchen. Ja? Es gibt viele Websites, wo ihr euch Lehrer suchen könnt. Die sind nicht alle super teuer. Es gibt auch ein paar günstige Lehrer, die nicht so viel Geld verlangen. Also da gibt es auch wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Ja, jetzt habe ich eigentlich das Wichtigste zusammengefasst. Also Priorität Nummer 1, üben. Priorität Nummer 2, ihr müsst Spaß haben. Überlegt euch irgendeine Methode, die euch Spaß macht. Nummer 3, sucht euch einen kompetenten Lehrer. Nummer 4, sucht euch einen Sprachpartner. Ja, und benutzt gute Quellen. Ich werde euch ein paar Quellen hier zur Verfügung stellen und dann könnt ihr euch da das Beste raussuchen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!